zwei Freunde haben sie getroffen und der eine sagt, stell dir vor, meine Frau, die hat jetzt noch bald einen runden Geburtstag und da putzt sie sich Krokodille da schon ein. Was das heute kostet, das ist ja Wahnsinn, hat er gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das leisten kann. Dann sagt der andere, weißt du was, Kari, wir waren miteinander im Krieg und mir geht's eigentlich nicht schlecht. Ich habe in der Nähe von Kairo am Nil drunten so ein Wochenendhäusl und da schwimmen ja Krokodile umeinander und haufenweise, hat er gesagt, da wärst du staunen, da kommst du günstig zu solchen Schuhe, gell? Und der hat ihn tatsächlich mit runtergenommen, war nicht so ganz billig, aber gut, er hat sich halt leisten können. Jetzt sind sie mit so einem kleinen Schlauchboot sind's auf dem Nil umeinander gefahren und haben da mit so einem Prickel auf die arme Krokodile hingeschlagen. Und der Gastgeber beim Mord stolz sagt, da siehst du, da staunst du jetzt, gell? Da hast du nicht gerechnet, dass da so viele von denen Viecher da sind. Dann hat der andere gesagt, ja, du weißt was. Jetzt habe ich schon drei da geschlagen und wenn das nächste wieder keine Schuhe hat, dann fahre ich heim, hat er gesagt. Der Tiroler Schreiner hat zu seinem Lehrbuben gesagt, pass auf, Bub, hat er gesagt, du magst jetzt da den Fußboden rein. Das ist kein großes Problem, du siehst da, die Lagerhölzer sind schon drin. Du nimmst jetzt die Bräder her, legst das quer drauf, setzt einen Nagel an, Kopf oben, spitz unten und haust den Nagel durch das Bredel rein. Ist nicht problematisch, ich habe jetzt auf einer anderen Baustelle was da. Aber nachmittag komme ich nochmal vorbei und schau, wie es da geht. Ja, der Bub fängt an, setzt den ersten Nagel an, Kopf oben, spitz unten, bumps, nein, damit hat passt. Den nächsten Nagel, den hat er jetzt angeschaut, da ist der Spitz oben gewesen und der Kopf unten. Ja, den hat er ins Eck hintergeschmissen. Der nächste hat wieder passt, dann hat er weitergemacht. Und nachmittag ist der Meister gekommen. Sagt, der Sixbord ist jetzt ganz gut gegangen. Ich hätte mir es gar nicht gedacht, dass du schon so weit bist. Was ist denn das im Eck hint für ein Haufen Nägel? Ja, Meister, hat der Bub gesagt, du, die habe ich auch gerade, die habe ich nicht brauchen können, weil bei denen Nägel ist nicht der Kopf umgewinnt, sondern der Spitz. Mei, hat der Meister gesagt, bist du doch du ein Totschen. Deswegen brauchst du das ja nicht ins Eck hinterschmeißen, wir haben ja auch einmal ein Decken zum Aufnageln.